kommen. Nächstes Fahrzeug steht diesmal schon in der Halle und jeder von euch kennt diesen Spruch. Wir fahren das Fahrzeug waschen, schauen uns dann gemeinsam an, was wir damit vorhaben. Und ich fahre diesmal nicht das Fahrzeug waschen und wir schauen uns trotzdem an, was wir damit vorhaben. Premiere, nicht nur hier auf dem Kanal, sondern auch Premiere eigentlich in meiner kompletten Aufbereitungslaufbahn. Was meine ich damit? Jeder Kunde, der hier mal angerufen hat und nach einer reinen Innenraumaufbereitung gefragt hat, hat immer wieder dieselbe Antwort von mir bekommen. Reine Innenraumaufbereitung gibt es hier bei mir nicht, aus folgendem Grund. Wir fügen eine Wäsche mit dazu, denn dann sind auch nur die Einstiege mit gereinigt. Sind Einstiege nicht mit gereinigt, ist es für mich keine vollwertige Aufbereitung. Jetzt steht das Fahrzeug ungewaschen hier und ich würde natürlich jetzt kein Video drehen, wenn ich eine Alternative zu der normalen Einstiegsreinigung gefunden hätte. Normale Einstiegsreinigung bei der Wäsche. Wir nehmen den Hochdruckreiniger, dampfen die ganzen Geschichten vorab erstmal aus, um den groben Schmutz abzuspülen. Dann nehmen wir unsere Reiniger, sei es einen fettlösenden für die Scharniere oder halt nochmal einen alkalischen, um einfach die Sachen auszupinseln. Dampfen unseren Einstieg aus und haben ein perfektes Ergebnis, pusten trocken, fertig. Nachteile dabei, wenn wir es einzeln machen würden, würden wir immer wieder durch den Hochdruckreiniger und Co. mit auf den äußeren Bereich kommen. Deswegen immer zwangsweise eine Wäsche mit dazu, funktioniert tadellos, ist auch der allerbeste Weg. Jetzt habe ich eine Alternative dazu gefunden und bevor ich euch die zeige, fange ich erstmal mit den Gründen an, warum ich es vorab nicht gemacht habe. Schaut euch mal das Fahrzeug an, hier hinter mir, ganz normaler Winterbetrieb und ich verstehe auch, warum die Kunden lieber Innenraumaufbereitung im Winter machen, anstatt das komplette Fahrzeug reinigen zu lassen, wenn sie eh wieder danach über der Autobahn fahren und eigentlich ist die Wäsche mehr oder weniger umsonst gewesen. Verstehe ich schon, aber schaut euch das Fahrzeug mal an. Wir haben alles voll mit Trafficfilm, Sand und Salz, Co. Alles, was an Anhaftung an einem Fahrzeug eigentlich geht. Und wenn wir jetzt anfangen, mit einem normalen Lappen die Einstiege auszuwischen, haben wir immer die Gefahr, auf unseren äußeren Lack mit drauf zu kommen und diesen zu zerkratzen. Liegt natürlich nicht im Auge des Betrachters oder in unserem Sinn, den wir hier sehen. Deswegen mit reinen Lappen auswischen ist immer so eine Sache, auch dieses trockene Auswischen von den Einstiegen, ihr könnt dabei auch Kratzer verursachen, in den Scharnieren kommt ihr nicht vernünftig rein und und. Ihr könntet jetzt Pinsel und Chemie einzeln in den Scharnieren anwenden und die einfach mit Druckluft auspusten. Gefahr dabei ist einfach, dass wir entweder mit der Druckluft die Chemie noch auf unseren äußeren Lack raufsprühen und dass wir unsere Chemie nicht komplett aus den Scharnieren oder von den Gummis rausbekommen, die dann später noch da angreifen kann. Wir könnten auch die Einstiege dreckig lassen und das ist so ein No-Go, was für mich überhaupt nicht geht. Einstiege gehören mit zum Innenraum mit dazu, Einstiege gehören für mich auch für eine Außenaufbereitung mit dazu, werden immer mitgemacht. Wenn ich nur Konsolen, Kunststoffteile und Co. reinige, komme ich zwangsläufig trotzdem irgendwie mit meinem Tuch immer wieder auf die Einstiege rauf, schmiere diesen Dreck immer wieder mit in meinen Innenraum rein. Der Kunde holt das Fahrzeug ab, setzt sich rein, streift mit seiner Jacke an dem Einstieg lang und setzt sich danach auf seinen hellen Stoffsitz. Einfach sinnfrei in meinen Augen, deswegen gab es immer die Wäsche mit dazu. Jetzt gibt es eine Alternative dazu. Fangen wir an mit unserem Setup und der eine oder andere weiß die Alternative schon, der das Dampfreiniger-Video gesehen hat. Kärcher SC5, wir nutzen jetzt aber nicht den Dampfreiniger, sondern die Spülsprühfunktion und die macht sich dafür echt top. Um noch mehr Druck aufzubauen in unserer Spülsprühfunktion, nutzen wir unsere Powerdüse. Die oben drauf habt ihr sozusagen einen Mini-Hochdruckreiniger und könnt punktuell perfekt reinigen. Unser Setup hierfür eigentlich dasselbe wie bei einer Außenwäsche. Wir haben einen fettlösenden Reiniger, unseren Silikonentferner, falls wir Fett an den Scharnieren dran haben. Wir haben einen Essigreiniger, falls wir Kalk in unseren Einstiegen haben, um diesen nochmal nachzubearbeiten. Und wir haben in diesem Fall einen alkalischen Reiniger, den Sonax Intensivreiniger, um die normalen Verschmutzungen einfach abzulösen. Und wir haben dann noch unseren Gridguard-Eimer mit genug Schaum drin, um einfach für genug Flutschi und Gleitwirkung auf der Oberfläche zu wirken. Wie gesagt, kaum anderes Setup als zur Außenreinigung, Pinsel noch mit dazu und eigentlich geht's schon ab. Wir starten direkt durch. Kärcher SC5, wir dampfen erstmal komplett durch mit unserer Sprühfunktion, nehmen uns erstmal den losen Schmutz mit runter, der so abgeht und der anhaftenden lösen wir dann ab mit unseren Intensivreiniger, fangen dann genauso an, diesen auszupinseln, nehmen uns den Schwamm nochmal, um großflächig abzuwischen, nehmen uns dann wieder den Kärcher SC5 und spülen genauso, wie es sein soll, aus den Scharnieren und Co. überall den überschüssigen Dreck raus. Wir können in diesem Fall so punktuell arbeiten, was ich euch hier einblende, dass unser äußerer Bereich gar nichts wirklich abbekommen hat, nur die Einstiegsscharniere. Hierbei auch was zu beachten, wir gehen hinten an den Kofferraum und das ist echt so eine Partie,
Die würde ich noch mitnehmen. Wascht euren Stoßstangenbereich und unteren Bereich einfach genauso wie, als wenn ihr den ja, an der Waschbox oder in eurer Waschhalle waschen würdet. Nehmt euch hierfür auch den Kärcher SC5, macht die Fläche nass, nehmt euch den Wascheimer und wascht den unteren Bereich. Ganz einfach aus dem Grund, wenn wir oberhalb die ganze Chemie durchlaufen lassen, läuft die nachher an der Stoßstange runter und wir hätten da auch Rückstände. Deswegen wird der untere Bereich mitgewaschen. Nächster Vorteil ist der, wenn wir anfangen mit unserer Innenraumaufbereitung, haben wir nicht das Problem, dass wir mit unserer Hose oder mit unserem Staubsauger da irgendwo ja, gegenkommen und somit dann auch wieder irgendwelche Kratzer verursachen. Ihr seht, überhaupt kein Hexenwerk. Druckluft nehmen wir natürlich auch noch optional mit hinzu, um einfach Einstiege nochmal nachzupusten. Ich gehe nochmal in dem Fall mit einem Essigreiniger nochmal nach, um einfach wirklich sämtliche Sachen an Kalkflecken rauszuholen. Und wenn ihr ganz gut seid, könnt ihr dann nochmal mit einem Detailer nacharbeiten und für einen schönen Schutz in den Einstiegen sorgen. Ihr seht, überhaupt kein großes Hexenwerk, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Echt nützliches Tool dafür definitiv. Jetzt starten wir durch mit unserem Innenraum, denn da ist doch eine Menge dran zu tun. Und jetzt gibt es wie immer ein bisschen Mucke und danach sehen wir uns kurz nochmal wieder bei der Auswertung. Innenraum ist durch, wir schnappen uns nochmal die Kamera und gehen rüber zum Auto. Den Innenraum schon einmal gesehen, ich möchte mit euch aber nochmal ganz kurz ins Detail reingehen. Und zwar nicht, wie schön sauber der Innenraum ist, sondern wirklich auf die Einstiege. Achtet drauf, das ist auch erst ein stimmiges Ergebnis, finde ich. Wenn die mitgemacht sind, ja, nicht nur die Scharniere, auch die Tür, Falze, Gummis, wenn die mit sauber sind, dann wirkt auch erst so eine Innenraumaufbereitung wie ja, ein komplett hundertprozentiges Abschlussergebnis. Das Schöne ist halt wirklich, dass wir hier punktuell arbeiten können. Hier außen sieht man es jetzt mal am Lack. Keine Wischspuren von irgendwelchen Lappen, keine Reinigungsrückstände oder. Wir haben den Außenbereich hier wirklich einfach komplett ausgelassen. Zieht sich hier auch einmal durchs ganze Fahrzeug durch. Was jetzt nicht ausgelassen ist, ist die Stoßstange hinten. Ja, das hatte ich einfach begründet, warum hier Stoßstangenbereich hinten noch gewaschen. Liegt einfach auch daran, falls man hier wirklich mal mit einem Hosenbein rankommt, wenn man den Innenraum sauber macht, ja, vermeidet man einfach, dass da Kratzer entstehen. Und der andere Hintergrund ist einfach der, es lässt sich nicht vermeiden, wenn wir hier die Scharniere sauber machen, alles runterspülen, dass sich hier dann irgendwo ja, Reinigungsrückstände und Dreck sammeln. Ja. Deswegen den Bereich noch mit sauber gemacht. Ansonsten außen gar nichts angefasst, außer die Scheiben. Und ich denke mal, ja, so haben wir hier auch ein stimmiges Endergebnis. Und da sind wir wieder durch mit dem Video. Ja, ist meine Alternative zum Hochdruckreiniger die Spüldruck-Sprühfunktion von unserem SC5. Funktioniert in dem Bereich wirklich sehr gut. Zeit spielt halt auch immer eine große Rolle bei der Aufbereitung. Deswegen sehr nützliches Tool. Habt ihr noch bessere Vorschläge, dann haut sie in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen, dann lasst ein Däumchen da. Und falls ihr keine Videos verpassen wollt, abonnieren, ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao.